Das Haus der Astronomie bringt Astronomie in die Öffentlichkeit und insbesondere in die Schulen, als Schnittstelle zwischen Forschung und Allgemeinheit. Dabei ist das Haus der Astronomie zum einen eine Institution, aber zum anderen auch ein ganz konkretes Gebäude, nämlich ein Gebäude hier auf dem Königsstuhl in Heidelberg, ein Gebäude in Form einer Spiralgalaxie. Hier finden allgemeinverständliche Vorträge ebenso statt wie Workshops für Kindergartenkinder oder für Schülerinnen und Schüler, aber beispielsweise auch internationale wissenschaftliche Konferenzen. 8 Minuten lang hell und erst danach würde bei uns auch das Licht ausgehen. Das sind 8 Minuten. Und diese Vielfalt, die ist typisch für uns. In ein und demselben Raum kann es sein, dass Sie heute eine Kindergartengruppe haben, die da bastelt. Morgen ist da vielleicht ein wissenschaftliches Meeting oder eine Redaktionssitzung der populärwissenschaftlichen Zeitschrift Stern und Weltraum. Und übermorgen experimentiert da ein Physikkurs eines Gymnasiums. Die Astronomie ist ideal dazu geeignet, Schüler für Naturwissenschaften zu begeistern. Diese Brücke von der Astronomie zu den Naturwissenschaften schlagen wir ganz praktisch in unseren Schülerworkshops. Wir vermitteln sie an Lehrer bei Fortbildungen und an Lehramtsstudenten Physik der Uni Heidelberg. Wir haben da Kreise auf der einen Seite, einen roten. Schon jüngere Kinder sind von der Sonne, dem Mond, den Sternen und den Planeten fasziniert. Deshalb setzen unsere Workshops für Kinder auch bereits im Kindergartenalter an. Wir bilden außerdem Erzieherinnen und Erzieher, Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer fort, damit sie in ihren Einrichtungen astronomische Inhalte selbst umsetzen können. Stier, vielleicht sogar noch ein bisschen vom Wasser. Hey, was ist denn mit den anderen Sternen, die da hinten auf der Seite sind? Guck mal, Löwe. Ein wichtiger Teil unserer Arbeit besteht darin, dass wir Erzieherinnen, Lehrern und Astronomieinteressierten Materialien zur Verfügung stellen, mit denen sie selbst Astronomie vermitteln können. Beispielsweise die Universe in the Box, die wir hier am Haus der Astronomie entwickelt haben, ist im Rahmen des IAU-Projektes Universe Awareness in mehr als 70 Ländern im Einsatz. Astronomie ist etwas, was jeder mit eigenen Augen wahrnehmen kann. Tagsüber die Sonne, nachts der Mond, Sterne, Planeten, ferne Galaxien, alles, was der Himmel so zu bieten hat. Die beobachten wir zum Beispiel mit kleinen transportablen Teleskopen, ja, bis hin zu großem Gerät in unseren Kuppelgebäuden. Diese Kuppeln sind dann teilweise auch ganz woanders, sodass wir die Teleskope da drin fernsteuern. So zum Beispiel auch eben in kleinen Forschungsprojekten, die Schüler bei uns durchführen. Hinter dem Haus der Astronomie stehen 4 Partner. Die Betreiberin ist die Max-Planck-Gesellschaft, also Deutschlands größte Organisation für Grundlagenforschung. Die Leitung hat die Max-Planck-Gesellschaft übertragen ans Max-Planck-Institut für Astronomie. Die Klaus-Tschirer-Stiftung hat das Gebäude errichtet und in die Partnerschaft eingebracht. Und die weiteren Partner sind die Universität Heidelberg und die Stadt Heidelberg. Für mehr Informationen schauen Sie auf unsere Webseiten www.haus-der-astronomie.de. Für Rückfragen können Sie uns Montag bis Donnerstag vormittags telefonisch erreichen.